Hallo und herzlich willkommen zurück zum Losberg Let's Play zusammen mit Palu, Leberwurst und Schlexi. Guten Tag. Abend. In der großen Palu mag Runde. Ich muss sagen, ich habe gerade ein bisschen den Pop-Sender für mich entdeckt. Ich habe immer Country oder Rock gehört und das war irgendwann langweilig, aber Pop kann ich mir jetzt noch geben, weil ich die Lieder noch nicht so gut kenne. Ja, das war eigentlich das erste, was ich ausgemacht habe, das Radio. War, finde ich eigentlich ganz gut. Ja, es ist schon ganz cool, aber irgendwie. Ich habe in ETS auch nie so viel Radio gehört. Na doch, in ETS. In ETS wäre ein echtes Radio, ne? Ja, das war das Einzige. Am besten dieses ETS 2MP Radio. Ja, das war ja auch das Beste. Das war witzig, ja. Wo du dir immer die Songs wünschen konntest. Das konnte man. Krass. Ja. Ja, da war so ein Radiosender, der war halt wirklich für die ETS-Leute, ne? Also. Der war nur für den Multiplayer. Da war auch Stau. Da haben die auch sowas angesagt, wie wenn es in Amsterdam wieder voll wurde oder sich irgendwo Autobahnunfälle ereignet haben und so. Echt? Konntest du den halt melden und dann kam halt immer meistens dieser Tunnel vor Amsterdam. Da waren immer ganz viele Unfälle. Und dann immer, Leute, seid vorsichtig, wenn ihr nach Amsterdam reinfährt. Und du, das war eigentlich ja ziemlich geil. Über ein Online-Formular einen Liedwunsch äußern. Ja. Die auch recht zügig immer gemacht worden sind. Ja. So 4-5 Minuten. Es war echt was ich ziemlich gefeiert habe, eine Zeit lang, dieses Radio. Es war halt auch so ein paar Leute, die das so hobbymäßig betrieben haben. Du konntest dich da quasi als Radiomoderator bewerben. Und dann hast du halt einmal die Woche so einen 2-Stunden-Slot oder so bekommen, wo du dann quasi zu hören warst, was erzählen konntest, die Musik ausgesucht hast und so weiter. Also es war irgendwie echt witzig eigentlich. Schade, dass das irgendwann dann sich irgendwie aufgelöst hat, dieses Team. Ja. Wäre auch für den ATS dann cool gewesen. Ja. Was ich auch irgendwie komisch finde, der Valtra sieht echt klein aus für die Leistung, die er eigentlich hat. Ja gut, eigentlich hat der 135 PS in der kleinsten Variante, ne? In der größten halt 190 oder irgend sowas. Ja, 185 hat unserer hier. Ja, oder das war die größte. Ja, also der hat eigentlich, man merkt das auch, wenn man den, sag ich mal, Aufgaben gibt, die für 180 PS ausgelegt sind, dann wirkt er davor ein bisschen klein. Der packt die gut, weil er die Leistung hat, aber er ist halt einfach ein bisschen leicht, ein bisschen kleine Abmessung und so, ne? Und optisch wirkt er halt klein. Ja, das ist es. Wenn man dann so ein 700er Vario dagegen guckt. Ja gut, so ein 700er Vario ist aber auch noch kein Riese. Wenn du da ja, mal große Mähwerk oder so dranhängst, denkst du auch so, ups, ist aber doch ein bisschen klein, ne? Was hast du gesagt, Palu? Ich hab nichts zu sagen. Achso. Sag was ich nicht verstehe, die Mähwerke. Die Butterfly-Kombis sind alle immer zu groß, dass es in der Halle passt. Ja, aber das ist in echt, meine ich, auch so, weil die halt 9 Meter Spannweite haben und die meisten Hallen sind 3,50, 4 Meter hoch. Ja, wobei in der Landwirtschaft sind sie meistens doch schon höher, die Hallen. Ja, wobei, aber eine 4 Meter Halle ist schon ganz ordentlich. Das ist schon doppelt so hoch wie eine normale Garage locker. Ja, meistens. Aber wenn du jetzt mal guckst von der Höhen her, die darfst du ja 4 Meter. Beziehungsweise landwirtschaftlich hast du ja eigentlich je mehr, das ist eigentlich der größte Witz. Als LKW bist du auf die 4 Meter genau festgeschrieben und Landwirtschaft immer Ausnahmen. Das war bei mir so cool, wo ich meinen LKW-Schein gemacht habe. Da hat er diese Fragen gegeben, ja, wie hoch darf dein Auflieger maximal sein und so weiter. Und da sind die Fragen immer so gestellt, ja, wie hoch darf der maximal sein, und mit Klammern ausgenommen landwirtschaftliche Fahrzeuge. Und das hast du bei der Höhe, bei der Breite, bei der Länge, beim Gewicht, das ist. Wobei die Hersteller ja auch mal darauf achten, dass sie nicht über 3 Meter kommen und so, zumindest bei den meisten Geräten, bei den ganz großen geht's halt irgendwann nicht mehr, ne? Ja, weil dann brauchst du ein Dings auch. Sondergenehmigung teilweise und ein Sicherungsfahrzeug. Das ist halt das Problem. Und das kann sich halt auch nicht jeder Landwirt leisten. Ja, aber so eine Holmer ist, glaube ich, auch zu groß, um offiziell, sage ich mal, regulär auf der Straße zu fahren.
Und beladen auf jeden Fall auch zu schwer. Ja. Beladen ist es ja eh was anderes. Beladen ist unser Feuerwehrauto schon überladen. Wenn du mal. Wenn du die Gewichtsreserve nimmst, die du offiziell hast, hast du, wenn du wirklich mit richtigen Menschen drin sitzt, hast du dann direkt überladen. Und das bei einem Feuerwehrauto, was eigentlich nicht sein dürfte. Ja gut, aber die Feuerwehr hat wahrscheinlich wenig Probleme dabei, Sondererlaubnis zu bekommen. Ne? Die Feuerwehr braucht dafür keine Sondererlaubnis. Macht's halt einfach. Bei der Feuerwehr wird auch keiner was sagen. Das Einzige ist halt, du hast halt doch manche Bauwerke, die einfach vom Gewicht relativ gering sind, was sie tragen können. Ja, wobei, bei Brücken und so muss man dann halt aufpassen. Da haben wir selbst bei uns im Ort auch eine Brücke. Wir fahren trotzdem drüber. Weil wir sonst in diesen Ortsbereich nicht hinkommen. Bei uns ist ja, glaube ich eher das Problem, die Durchfahrt unter den Brücken. Ja, das Problem haben wir nicht, weil... Viele Fahrzeuge kommen zwar noch durch, aber sobald ich im BLF da sitze, komme ich da schon nicht durch. Außen herumfahren. So Probleme haben wir halt nicht. Aber dafür haben wir auch Anfahrtskarten. So Probleme haben wir halt nicht. So was zu vermeiden. Weil unter der Brücke durch haben wir gar nicht mehr und wenn wir es hätten, sind es 4 Meter. Ja, wir haben halt einen Bahnhof da, aber die ist auch 4 Meter hoch, das passt eigentlich immer. Ich glaube, die ist 4 Meter ab 12. Ja, und wenn hätten wir eh das Problem, wir haben überall fast in jedem Fahrzeug im größeren Allradfahrer gestellt, also ist das eh doof. War hier genug. Weil das brauchst du dann schon noch eher, dass es ein bisschen geländegängiger ist, wie das du unter einer Brücke durch musst. Hat eigentlich von euch jemand vor, dieses Jahr auf die Agritechnica zu fahren? Ich bin gleich am überlegen. Muss mal gucken, November, oder? Voraussichtlich. Ja, Ende November. Ich weiß noch nicht, ob ich da Urlaub kriege. Davon hängt ab, ob ich da hinfahre oder halt auf den Samstag einfach. Ist am einfachsten wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Wobei für das Messgelände Hannover reicht halt ein Tag nicht. Ja, ist halt echt schon groß. Also wenn du alles sehen willst, brauchst du mehr. Wenn du eine große Runde laufen willst, brauchst du genau einen Tag eigentlich. Ich war ja letztes Jahr da und wir sind eigentlich durchgelaufen und immer mal wieder bei den interessanten Sachen stehen geblieben und wir haben quasi einen kompletten Tag gebraucht. Ja, ich war ja vor 2 Jahren in Hannover wegen der Interschutz und da ist ja nur ein Viertel oder so benutzt. Ja. Wir waren 4 Tage da. Okay. Und haben eigentlich eine halbe Halle komplett übersprungen. Was auch ein Riesengelände ist, ist Düsseldorf. Das Messegelände da? Mhm. Oh, das geht eigentlich nur. Also im Vergleich, ich war in Düsseldorf, Hannover war ich schon, Köln-Messe Deutz natürlich. Hier in Berlin, wo wie heißt das, IFA und so ist, war ich auch schon mal. Und Hannover ist auf jeden Fall das Größte. Ja, Hannover ist halt das Expo-Gelände. Das alte. Und auch, glaube ich, das größte Messegelände Deutschlands. Also ich würde schätzen, dass, keine Ahnung, ich habe jetzt keine Quadratmeterzahlen, aber dass die Gamescom locker mal 4-mal in die Agritechnica reinpasst. Ja, sicher. Von der Fläche her zumindest. Aber du musst es halt auch so sehen, ne? Wenn EA irgendwelche riesigen Stände macht, dann finden das auf der Gamescom alle krass, aber wenn, was weiß ich, New Hollander ihre Drescher hinstellt, dann brauchen die allein halt mal für einen Drescher den Platz, den sonst 20 PCs wegnehmen, ne? Sorry, was? Da ist der Drescher schon so groß wie der Stand. Ja, da hast du halt eben mal 10x10 Meter reserviert für einen Drescher oder so, sag ich jetzt mal. Mit Vollleber. Okay. Und wenn du dann vielleicht noch hier den 1090, der stand zum Beispiel auf der Agritechnica, mit 13,7 Meter Schneidewerk, ist das halt schon was anderes, ne? Ja. Es ist halt, da brauchst du ein großes Messegelände. Ja, das ist genauso wie Baumarkt zum Beispiel. Ja, die ist in München. Die ist in München, aber da brauchst du auch ein riesen Messegelände. Was ist das für eine Messe? Baumaschinenmesse. Ach so. Wenn du da mal das Außengelände siehst, das ist krass. Ey, die bauen da Bagger und Zeug auf. Krass. Und Kräne wahrscheinlich und so, ne? Ja, die haben da letztes Jahr so einen, ich weiß nicht, wie diese Bagger heißen, die von unten graben.
eigentlich. Also nicht so wie ein normaler Bagger, die für Kabel so einzieht, sondern so die riesen Seilbaubagger eigentlich, die von unten zu graben. Ja, da. Diese Großbagger halt. Die. Genau. Und da haben sie mal einen ausgestellt gehabt, im Außenbereich halt. Sehr viele Außen. Und da haben die den Arm halt hochgelassen und so Zeug. Und dann hat es irgendwie, ich weiß jetzt nicht von was, irgendwo hat es richtig Öl rausgehauen. Also richtig extrem. Da ist auch der ganze Arm runtergegangen und sagt, da sind hunderte Liter Öl rausgelaufen. Gibt's auch Videos bei YouTube. Musst du mal gucken. Ja, das ist halt. Es ist so, wenn du auch Interschutz. Wenn du da im Außenbereich siehst, sind da halt einfach mal 15 Drehleitern zwischen 20 und 100 Meter oder noch mehr. Wenn du da mal hochguckst, das ist auch ordentlich. 100 Meter Drehleiter? Ja, Teleskopmasten. Gibt es sowas? Krass. Ja klar, gibt noch mehr. Ich weiß gar nicht, was hat denn so ein normales Drehleiterauto? 30, unsere neue hat 30 auch. 30, das nächste ist dann 50. Klettert man da eigentlich einfach so hoch oder hat man da so ein Sicherungsgurt? Kletterst so hoch. Bei den größeren. Weil 30 Meter, wenn du da ausrutscht und runterfällst, ist ja auch schon Aua. Du gehst mit dem Korb da direkt schon mit hoch oder du bist halt gesichert. Und bei einer 50-Erdleiter hast du meistens einen Aufzug dabei. Ein Aufzug? Ja. Wie Aufzug? Hast du hinten am Leiterpark so einen Aufzug, den du aufklappen kannst? Oh, dann stellst du dich da drauf und fährst dann da hoch, oder wie? Ja, der liegt an der Leiter an und der zieht dich da und dann mit dem Fest dann hoch. Ach, das ist im Prinzip fast so wie diese Treppenlifte zum Beispiel, das gibt. Genau, ähnlich, fast. Krass. Stellst dich dann nur drauf und wirst dann quasi hochgezogen. Aber 50 Meter auf so einer im Endeffekt fast freistehenden Leiter, schon heftig, ne? Das schwankt. Vor allem wenn es Wind. Oder wenn du irgendwann sie irgendwas bewegt. Und dann 100 Meter ist ja schon richtig heftig. Also die höchste normale Drehleiter hat 62. Was heißt normale? Wo eine Leiter ist. Das andere sind ja so. War die Rettungshöhe ist. Nur noch Körbe und dann dahinter Teleskop oder was? Ja. Da haben wir hier einen Teleskopmast mit. Ja, der hat 101 Meter. Krass. Wusste ich gar nicht, dass die da so gut bestückt sind. Steht sogar in Frankfurt einer. Ja gut, in den Großstädten brauchst du halt auch einige Meter, ne? Im Industriepark höchst brauchst du einen. Also da hat die Werksfeuerwehr einen. Ich weiß, dass wir einen relativ lange haben, das stand irgendwann mal in der Zeitung. Wir haben ja quasi zwei Ortsteile mit zwei unterschiedlichen Feuerwehren. Feuerwehrgetüttels. Mhm. Und die eine hat eine deutlich längere Leiter als die andere, quasi der Feuerwehrschwanzvergleich, ne? Weil in dem einen Ortsteil, also eigentlich ist hier alles ziemlich flach, vielleicht maximal bis 4 Etagen. Und aber der eine Ortsteil hat halt ein Haus, das hat irgendwie 9 oder 10 Etagen. Aha. Und dementsprechend haben die da einen längeren Leiterwagen als die anderen. Ja, das traurig ist für die, ne? Ja, wir haben im Moment eine kleine Drehleiter. Weil die halt billiger war und gereicht hat. Jetzt die neue, die wir bekommen, wird auch eine große. Wir haben eine seit, ich meine, Mai oder März. Nee, Mai 2016 und ist jetzt im August. Hier bei einem der führenden Teleskopmasthersteller 70 Meter Rettungshöhe bei 30 Meter Ausladung. Das war schon mal was. War falsch. Ja. Darf's halt bis 30 Meter vom Auto weg und das sind 70 Meter Höhe. Ja. Das ist halt ordentlich. Wenn man sich dagegen guckt, was so normale Drehleiter hat, die hat 23 Meter Rettungshöhe bei 12 Metern Ausladung. Meter. Ja, auf Code 15. Lexi, du müsstest mal. Jo. Bin gleich voll. Ja, aber wenn du das zum Beispiel in Frankfurt anguckst, Frankfurt höchst, das ist schon krass. Das ist ja ein 6- oder 8-Achs-Fahrwerk. Ey, das Feuerwehrauto, das kenne ich jetzt nicht, ich kenne jetzt nur den Industriepark halt.
Ja, das meine ich ja. Das ist unser größter Kunde. Er hat 6 oder 8 Aktien, das Fahrwerk. Das ist schon ordentlich. Mit 3 gelenkten Achsen hinten. Weil du sagst, Feuerwehr kenne ich mich echt fast überhaupt nicht aus. Ich habe auch noch nie so diese Feuerwehrsimulation gefeiert. Die sind ja auch alle scheiße. Ja. Obwohl manche meinen, dass dieses neue Notruf ganz gut sein soll, ne? Ja, das sieht ganz gut aus. Das ist halbwegs realistisch sogar. Aber die ganzen alten waren halt scheiße. Aber die Rollladen hier an den Einsatzfahrzeugen müssen aber aufbleiben beim Einsatz, ne? Ja, das haben wir ja gelernt bei Harald. Ja. Damit man die jederzeit benutzen kann. Ja, das machen wir auch. Deswegen ist es ja auch alles immer nochmal festgegurtet. Ihr kennt doch bestimmt das Emergency. Ja, vom Namen her, ja. Das ist halt mehr ein Strategiespiel schon fast. Ja. Ich glaube, da ist 4 immer noch das geilste mit den vielen Mods. Nee, da muss ich echt, irgendwann muss ich mich damit eigentlich beschäftigen. Selbst im LS gibt es ja eine riesige Feuerwehr-Community, ne? Also hier so Feuerwehr-Automods und sowas, Brände. Ja. Das war ich ganz schlimm im 11er. 11er und 13er. 13er war auch noch 4 Feuerwehr. Ja, aber im 11er hatte ich das eigentlich nur. Da habe ich Landwirtschaft so gar nicht gemacht. Und stattdessen da die ganze Zeit Brände gelöscht. Nö, die ganze Zeit irgendwie nur Feuerwehrautos angeguckt und mit denen rumgefahren. Was ich finde, was es im 15er viel gab, war es so Sachen wie Bagger. Ja, das stimmt, ach. Da haben sich viele dran versucht, das stimmt wohl. Ablade, ja. Bagger und Kräne. Aber ich habe da nie einen ausprobiert. Ich fand die immer sinnlos. Ich habe mir gedacht, boah, die Kransteuerung muss doch so kompliziert sein. Da schaffst du gar keine Kubikmeter mit. Und die waren meistens nicht schön. Vor allem, ich habe halt den Nutzen da drin nicht gesehen. Ja. Für was? Aber ich würde sagen, das war's dann auch mal für heute. Einen besonderen Gruß heute an alle Feuerwehrfans. Die sind heute mal ein bisschen auf ihre Kosten gekommen vielleicht. Ja, tschüss. Tschüss.